angesichts der Tatsache, dass sich der Amerikaner im verlängerten Wochenenddelirium befindet und dementsprechend der DAX auch ein bisschen hirntot ist, sagen wir einmal, sprechen wir doch einmal über uns, also über Deutschland, über faktisch dann ja das Nord-Süd-Gefälle, ne? Weil Osten, der Osten, ja mei, was sollst du da sagen, gell? Da ist ja nichts, gell? Im Westen, was haben wir da, E.ON, RWE, ne? Totalversager sind ja das, gell? Jetzt musst du mal schauen, okay, ich sage einmal, okay, Nord-Süd-Gefälle, Norden ganz unten, wir ganz oben, ich sage einmal, normalerweise habe ich ja nichts gegen Entwicklungshilfe, ne? Das kann durchaus Sinn machen, nur wenn du jetzt in dem jeweiligen Entwicklungsland, sprich da im Norden, keine Struktur hast, wenn es ein schwarzes Loch ist. Ja, was bringen dann die ganzen Milliarden, die wir da hinschicken? Nein, schaust du mal nach Hamburg, wenn da auf der Reeperbahn ein Puff brennt, wer zahlt es? Wir zahlen das. Gell? Und was kommt dabei raus? Der HSV, gell, zweite Liga. Haben Sie es gestern gesehen? Hannover gegen HSV, Katastrophe. Ja? Und ohne den Kühne, den Globalisierungsgewinner, da war er die Kreisklasse. Nur schlimmer. Gell? Also dementsprechend muss ich sagen, ist ja alles schön und recht. Gell? Aber stellen Sie mal vor, heute Feiertag auch in Bayern, dann hätte man keine Linde im DAX gehandelt, hätte man keine Allianz, hätte man keine Münchner Rück, hätte man keine Siemens, hätte man keine Wirecard. Gell? Das ist mit Abstand erfolgreichste deutsche Unternehmen im Pornosektor. Nein, ja, wo kommen wir denn da hin? Das ist ja das Problem. Die Frage für mich ist, aber was kriegen wir dafür wieder, für die ganzen Milliarden, die wir da reinpumpen nach Norden? Gell? Jetzt schauen Sie mal an, ich zeige, was wir kriegen. Da, Biowaffe Olaf Scholz, gell? Das ist ja Coronavirus mal HIV, absolut tödlich. Nein? Okay, zugegeben, auch wir haben blinde Flecken. Gell? Andreas Scheuer, schauen Sie mal den an, gell? Verkehrsminister, großartig, ja? Der ist gleich schon so bescheuert, dass er schon wieder gut ist. Ne? Das ist also ein Mensch, der ohne Talent gesegnet ist praktisch. Also der würde ja normalerweise zurücktreten, wenn er einen Anstand hätte. Hat aber nicht, aber das ist halt CSU. Gell? Auch wir haben blinde Flecken, habe ich ja gesagt. Gell? Auch wir haben manchmal Ausfälle. Aber es ist halt nicht so wie beim Olaf Scholz oder sowas, dass du sagst, das ist ja absolut tödlich. Ne? Du kannst ja solche Menschen auch durchschleppen. Aber insgesamt, was wir uns auflasten durch den Norden, den Osten und den Westen, was wir da alles tragen müssen. Ne? Im weitesten Sinne ist ja SAP auch bayerisch, gell? Früher war das Bayern. Das wird man doch alles einmal sagen dürfen auch, oder? Weil langsam reicht es uns die Finanziererei da. Passiert ja nichts, alles schwarze Löcher. Also, ich wünsche einen schönen Feierabend, gell? Servus und ciao.